7 interessante Fakten über Albrecht Dürer. Wenn man heute den Namen Albrecht Dürer sagt, meint man den berühmten deutschen Maler und nicht seinen Vater, der genauso hieß. Der vollständige Name des Künstlers lautet dementsprechend Albrecht Dürer der Jüngere. Dürer der Ältere war Goldschmied und wollte seinem Sohn sein Handwerk vermitteln. Aber der 15-jährige Albrecht bestand darauf, sich mit Malerei beschäftigen zu wollen. Sein Taufpate war der bekannte deutsche Verleger Anton Koberger. Dürer wurde durch Holzschnitte berühmt, die er im Auftrag von Koberger für die Veröffentlichung des Buchs Apokalypse im Jahr 1498 gemacht hatte. Der Künstler schaffte es jedoch, in verschiedenen Genres zu realisieren, von der Skizze bis zur Glasmalerei. Er war auch Schriftsteller. So schrieb er Tagebuch der Reise in die Niederlande, veröffentlichte seine wissenschaftlichen Schriften über Geometrie, verfasste sein eigenes Lehrbuch über Malerei. Dürer ist der erste europäische Künstler, der eine Autobiografie schrieb. Sie hieß Familienchronik. In Nürnberg, wo der Künstler geboren wurde, gibt es einen Albrecht-Dürer-Platz. Dort ist ein Denkmal des Malers aufgestellt.